Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Forza Horizon 4. Wir sind bei Ishas Taxi in den letzten vier Dingern, drei Dingern unterwegs. Auf jeden Fall weiß ich, dass das letzte extrem lang dauern kann, aber wenn ich es Oh ja, hallo, verkacke, da bist du wieder. Wie richtig war die übel letzte Fahrt? ist. Ausgezeichnet, wunderbar. Sag mir nicht, dass du keine Zeit hast. Hier wartet ein weiterer Kunde. Ich glaube, hier brauchen wir dann sogar Fähigkeitspunkte bei dem, meine ich. Abholort eingestellt. Es ist ein bisschen ländlich, aber ich schätze, hier möchte jemand den Tag in der Stadt verbringen. Der Platz ist so gut wie jeder andere. Oh, es geht also nicht in die Stadt. Das Fahrtziel ist auch mitten im Nirgendwo. Egal. Was geht es uns an, warum der Fahrgast eine Fahrt bestellt? Uns interessiert nur das Ziel. Du passt aber bei der Fahrt durch die Landschaft auf das Taxi auf, ja? Natürlich. Ich setze es vor jedem erdenklichen Baum. Tut mir leid für die Störung, aber mein Traktor will gerade nicht. Und tut mir leid, wenn das etwas unüblich ist. Ich kenne jeden Grashalm auf der Farm und ändere nur ungern meine Gewohnheiten. Also folg bitte genau meiner Abkürzung. Erstmal über das Feld da. Der Baumgrenze lang. Alter, wo fährt der mit seinem Traktor lang? Immer so. Und jetzt über die Felder. Meine Abkürzung ist wirklich besser. Na, war das keine geniale Abkürzung? Tut mir leid, wenn sie etwas holprig war. Waren wohl doch ein paar neue Gut, dass Grashalme mich mehr die als Wand gedacht, stoppen schätze konnte, ich. ey. Super Whispen, yay! Wollen wir wieder am Ende der Folge ein bisschen drehen. Und unser Glück. Auf unser Glück hoffen. Der nächste Fahrgast wartet schon seit 20 Minuten. Worauf wartest du noch? Los! Nur weil der Kunde übereifrig ist, heißt das nicht, dass wir zu spät sein dürfen. Abholung ist bei Mortimer Gardens, aber es gibt kein Ziel und keine Route. Seltsam. Jo, ist der weit weg, ey. Was haut denn meine Karre so auf die Seite, ey?
Das gibt es doch nicht. Das war eine dumme Entscheidung. Das war eine dumme Entscheidung. Ah, ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest, Pest, Pest. Manchmal ist halt der vorgegebene Weg doch die Schnelle. Das gibt es doch nicht. Was ist denn hier los? Wenn ich das jetzt nicht schaffe, ey. Alter! Ich raste gleich aus. Wer fällt ein Taktik jetzt? Ich hoffe, das ist nicht wieder einer von denen, der gar kein Fahrziel hat, sondern nur einen verrückten Stunt machen möchte. Das ist alles Joels Schuld. Okay, also ich erzähle dir ein kleines Geheimnis. Ich muss nirgendwo hin. Aber du hast hier einen Ruf weg, also so eine Art Teufelsfahrer. Tja, aber ein Ruf allein beeindruckt mich nicht. Fahr mal in Richtung Mortimer Gardens und dann sehen wir, wie du driften kannst. Also, ich erzähle dir ein kleines Geheimnis. Ich muss nirgendwo hin. Aber du hast hier einen Ruf weg, also so eine Art Teufelsfahrer. Tja, aber ein Ruf allein beeindruckt mich nicht. Fahr mal in Richtung Mortimer Gardens und dann sehen wir, wie du driften kannst. Gutes Feld, um dann zu zerstören.
jetzt erstmal die Punkte abwarten und gucken, ob ich wirklich genug habe. Okay, immer weiter. Ich merke, wenn ich veralbert werde. Also, hab mich ein bisschen zum Kasper gemacht, nicht wahr? Tut mir leid für die kleine Flunkerei, aber danke für die Fahrt. Das war ein echt wildes Kunststück gerade eben. Naja, solange der Kunde glücklich ist, ne? Kommt jetzt letzte? Ne, vorletzte. 15 Geschwindigkeiten Ding. Okay. Es wird trotzdem eine ganz schön lange Folge dadurch. Ach, du bist wieder da? Dann werde ich dir jetzt mal verraten, dass ich, während du nichts Sinnvolles gemacht hast, versucht habe, ein Taxiunternehmen zu führen. Ich weiß nicht, ob... Ach, was rede ich denn da? Ohne dich läuft Ishas Taxiservice nicht. Ja. Sorry, können wir uns wieder auf das Wichtigste konzentrieren? Leute sehr, sehr schnell von A nach B befördern. Für mich? Oh Mann, natürlich. Oh, danke. Okay, nächster Abholort ist eingegeben. Los geht's. Diese Scheißkante. Alter, ich lenke nach links. Alter, das Ding zieht doch Bäume an, oder? Greifen hier auf Erde kommen ist echt ein scheiß Geld. Ich rufe den Fahrgast an. Oh, noch Regen. Ich habe nur kurz mit der Dame gesprochen, aber sie klingt super nett. Sie muss schnell nach Edinburgh, um ihre Schwester in der Vorstadt zu besuchen. Anscheinend schauen sie gern zusammen Autorennen. Oh Mann. Fertig, Schätzchen? Ach, du gehörst wohl zu den Horizon-Fahrern, was? In meiner Familie sind alle Rennfans. Meine Schwester und ich verfolgen das Festival schon die ganze Zeit. Würdest du wohl ein wenig für mich aufs Gaspedal treten? Ja, wenn es nicht mehr regnen würde, ey. Problem ist kein Grip. Kommen wir überhaupt auf eine gerade Straße hier? Lass mich raten, wir haben eine Zeitbegrenzung. Kann man nicht irgendwie sinnvoll zur Autobahn? Oh,
Oh ja, die Strecke da vorne kann man auch relativ schnell fahren. Ich, das ist der nächste Versuch über die Autobahn. Ich weiß ja nicht, ob es zu viel Zeit hast, zur Autobahn zu kommen und dann. Hätte es nicht mehr bei Unfähigkeiten Fahrt sein können. Der Regen ist echt scheiße dazu. Willst du mich verarschen, Mann? Kack-kompakt, Alter. Aber im Fernsehen sieht das schneller aus. Könntest du auf die Tube drücken? Im Fernsehen sieht das schneller aus, ey. Schon, Schätzchen, ich will, dass meine Haare im Wind wehen. Kriegst du das hin? Alter, mir gibt die Karre auch fast nicht her. Gib mir noch zwei. Sind wir denn jetzt? Großartig! Alles sieht so verwaschen aus. So, hat mir das auch geschafft. Fuck, 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 fuck. Ich hätte durchfahren können, ich Idiot. Danke. Viel Glück bei den Rennen auf dem Festival. Ich werde dich anfeuern. Mhm. Warte nur, bis ich Schwesterchen von meiner Fahrt im Rennwagen erzähle. Sie wird zwar sagen, es sei nur ein Taxi gewesen, aber wir beide wissen es besser. Sie sogar am Ende. Ach du Heiland. Oh, hätte nicht das Wetter sein können. Gruppenfahrt, Alter. Das kann ja jetzt interessant werden. Okay, okay,
Okay, ganz ruhig. Wo fange ich an? Ich habe mich an der Erweiterung unseres Geschäfts versucht, aber ich habe dir noch nichts erzählt, damit du dir keine Sorgen machst. Ich bin an eine Limousine gekommen. Jamin vom Festival ist ein echt netter Kerl. Und ich dachte mir, wir können Hochgeschwindigkeitsfahrten für Gruppen anbieten. Aber ich hätte zuerst dich fragen sollen, da du ja fahren musst. Cry. Mit einer scheiß Limousine. Ach komm, ich geh jetzt gar nicht in den Fotomodus. Schade. Ah, ich hätte jetzt so gern ein Foto gemacht. Ah, komm mal doch, okay. Ja. Ich muss davon ein Foto machen. Wie ich dann. Warte. Gucken, wenn ich irgendwann eine geile Szene hab. Das wird mein neues Thumbnail, ey. Ha! Geil. Ja. Sonst nehme ich mir die einfach so mal aus den Aufnahmen raus, die Dinger, ohne Fotomodus, weil ich das immer nervig finde, weil das Ausschneiden klappt ja meistens eh nicht. Überleg nur, wenn das klappt, sind wir Ishas Luxuslimousine. Hast du sie? Der nächste Abholort ist in deinem Navi. Fahr so schnell du kannst. Immerhin habe ich nur Semi-Slicks drauf. Oh Mann. Und dann schaut er zum Mechaniker und sagt, würde ich ja gerne, aber das ist nicht mein Auto. Was meinst du? Tja, ich brauch den Witz wohl nicht wiederholen, wenn du schon das Ende gehört hast. Sorry, ich bin übrigens Jess. Wärme mich gerade für einen Gig in Edinburgh auf. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Ja, naja, mach ruhig. Weißt du, so viele Leute sind wegen des Horizon Festivals hier, also dachte ich, ich erzähle Autowitze. Aber ich kenne keine. Und du? Du fährst immerhin. Ich hätte jetzt nur einen, aber der ist. Genau das meine ich. Mit Horizon-Leuten über Autos zu witzeln, ist, als würde man einem Haufen Kühe Burgerwitze erzählen. Du auch nicht, was? Weißt du, für einen Taxifahrer redest du verdammt wenig. Ja. Ich bin echt erstaunt, wie wendig oder wie gut sich das Auto hier fahren lässt, also die Limousine, ehrlich gesagt. Wie auch immer. Als nächstes sammeln wir meinen Kumpel Charlie ein. Vielleicht kennt er ja einen guten. Hast du sie abgeholt? Gott sei Dank. Und wie sind sie? Sind sie lustig? Nein, sag es mir nicht. Dazu ist keine Zeit. Deine Route zum nächsten Abholort steht. Mach dich auf den Weg. Wollt ihr wissen, wie langsam mein Auto ist? Ich sag's euch, das ist so langsam, dass... Oh, bist du das, Jess? Hallo, wie geht's dir? Schon genug Autowitze für den Gig gesammelt? Nicht wirklich, Charlie. Hast du welche? Klingt, als würdest du dir einen überlegen. Ja, also hör dir den an. Mein Auto ist so langsam, wenn ich es fahre... Komme ich oft zu spät? Der ist nicht sehr gut, Charlie. Nee, irgendwie nicht, oder?
So langsam, dass... Ach, verdammt, dieser Fahrstil hilft echt nicht. Das Taxi ist schneller als Mama auf dem Weg zum Bingo-Abend. Als nächstes fahren wir zu Harry. Vielleicht hat der einen... Dass die Limousine das Gelände fehlt. Wir haben schon 2 Minuten 10 Gesamtzeit. Ich weiß halt nicht, ob es nur auf die letzte Fahrt drauf ankommt oder ob es zusammengerechnet wird. Damit bei 2 Minuten 10 haben wir noch 2 Minuten. Ja. Okay, Shit, jetzt Abholung regnet. Bestätigt. Dem Himmel sei Dank. Wenn's ums Warten geht, verstehen diese Comedians echt keinen Spaß. Die nächste Fahrt sollte in deinem Navi sein. Gib Gas. Ja, Mann. Hey Leute, wie geht's? Wir nennen einen Fahrer ohne Orientierungssinn. Ach, mal halblang, Harry. Wir wollen doch nicht unseren Asphaltengel auf dem Fahrersitz aufregen. Außerdem kenne ich die Pointe. Sie ist blöd. Wirklich? Dann verrat sie mir doch. Mir ist nämlich noch keiner eingefallen. Du, Jess, was hast du? Keine coolen Witze dabei und kaum noch Zeit, mir was einfallen zu lassen, so schnell wie das Taxi fährt. Okay, wie wär's damit? Wie nennt man einen Komödianten, der als Taxifahrer arbeiten muss? Ich würde sagen, das sind wir, Kumpel, wenn uns vor Edinburgh nichts Besseres einfällt. Okay, okay, immer mit der Ruhe. Als nächstes sammeln wir Poppy ein. Ihr habt sicher was. Okay, wir sammeln noch ein. Wenn ich den unter 2:10 ab. Unter 2 Minuten abhole, bin ich unter 4 Minuten. Ah, 1:55 also. Okay, es wird wohl am Ende die Gesamtzeit sein, oder? Also unter 1:55 sollte ich den einsammeln können. Also bin ich unter 4 Minuten 5, theoretisch. Abholung bestätigt. Es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Ich kann es nicht fassen. Der letzte Fahrgast ist in Broadway. Ah, ja. Wir schaffen das, komm schon. Schöne Meldung. Hey Jazz, Charlie, Harry. Mensch, Autowitze sind nicht einfach, was? Also hört mal. Warum ging der Horizon-Fahrer über die Straße? Ja, wir sind verloren. Bleib cool, ich hab mir auch andere Sachen ausgedacht. Wie viele Horizon-Fahrer braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Schon ausprobiert. Man braucht einen. Den Mechaniker namens Dave unten bei der Automesse. Der wechselt die Scheinwerfer in 2 Sekunden. Okay, bleiben wir mal ganz cool. Wir sammeln Jack ja noch vor dem Gig ein. Der ist der Bringer. Der hat mit Sicherheit was. Oh Gott. Ich bin vergessen, dass das Radio lief. Wir sammeln noch wen ein. Ihr wollt mich wohl verarschen. Das wird eine extrem lange Folge, weil ich will jetzt mittendrin auch nicht abbrechen. Das gewusst hätte ich in die letzte Folge noch ein mehr reingepackt. Also das eine Rennen noch mehr reingepackt. Aber naja, kriegt er halt mal eine längere Folge. Alter, wenn ich das jemals wiederholen müsste, ne? Fuck.
Weißt du, wie viel du da einsammeln musst vorher, bevor man das machen kann? Und dann musst du unter 4 Minuten 5 noch irgendwas. Ich glaube, da will man nicht verarschen. Ich weiß gar nicht, ob dieser Flügel aerodynamisch was bringt bei einer Limousine, ey. So, bin da! Der letzte Fahrgast und dann ab nach Edinburgh zur Show. Mal ganz im Ernst, wir sind echt nah dran. Vorsicht mit dem letzten Fahrgast, er ist der Hauptact. Ich weiß nicht warum, am Telefon klang er gar nicht lustig. Hallo, Jazz, Charlie, Harry, Poppy. Schön, euch zu sehen. Wow, das Taxi ist echt schnell, oder? Und, seid ihr aufgeregt wegen der Show? Ich auf jeden Fall schon. Jack, du musst uns helfen, wir sind verloren. Ehrlich, Jack? Mit all den Horizon-Leuten in der Stadt brauchen wir einen guten Autowitz. Sonst lacht man uns von der Bühne. Das ist echt nicht gut. Komm schon, Jack, wir zählen auf dich. Was hast du für uns? Keine Sorge, ich hab da einen. Bereit? Was macht ein Fahrer, wenn ihn auf einer Geraden der Bleifuß juckt? Die Kurve kratzen. Das wird eine tolle Show, Leute. Vielen Dank fürs Herbringen. Hat auf jeden Fall gut Fähigkeitspunkte gebracht. Ich weiß halt nur nicht, ob es das wert war. Okay, das müssen wir ohne Überschlag hinkriegen. Kilometer. Noch 2 Minuten. Shit. Ich hätte bei der Autobahn nicht rechts ab. Ich hätte geradeaus durchfahren müssen bis hier oder so. Schafft man dann niemals in 2 Minuten, ey. Hätte ich die Autobahn nehmen müssen, ey. Guck mal, wenn man jetzt die Autobahn hier nimmt, zack. Und dann hier abzweigt. Dann kommt man direkt dahin. Das wäre wesentlich schneller gewesen als hier außen rum. Wenn ich jetzt Neustart mache, ist das dann beim letzten? Wenn nicht, seht ihr einen kleinen Cut. Okay, das ist der letzte. Gut. Hallo, Jazz, Charlie, Harry, Poppy. Schön, euch zu sehen. Wow, das Taxi ist echt schnell, oder?
Und, seid ihr aufgeregt wegen der Show? Ich auf jeden Fall schon. Jack, du musst uns helfen. Wir sind verloren. Ehrlich, Jack? Mit all den Horizon-Leuten in der Stadt brauchen wir einen guten Autowitz. Sonst lacht man uns von der Bühne. Und das ist echt nicht gut. Komm schon, Jack. Wir zählen auf dich. Was hast du für uns? Keine Sorge. Ich hab da einen. Bereit? Was macht ein Fahrer, wenn ihn auf einer Geraden der Bleifuß juckt? Die Kurve kratzen. Das wird eine tolle Show, Leute. Vielen Dank fürs Herbringen. Hat der super geklappt, diesmal auf der Straße zu bleiben. Fahren über die Autobahn. Da können wir schneller durch den Vollgas gehen. Komme ich da? Muss halt hier irgendwie hinkommen. Auf die Straße. Alter, wir schaffen es in 3 Minuten irgendwas. Minuten 10. Ishas Taxi-Service wird immer größer. Wir haben mehr als eh und je zu tun. Und ich habe immer noch keine Hilfe. 3 Minuten 8, Alter. Wir schaffen das schon und alles wird gut. Ich habe das war die Route. Das war die schnellste Route. Kann mir keiner sagen, dass es irgendwie anders schneller schafft. Also so außenrum da mäßig. Wow. Ja, okay. Haben wir das jetzt alles auf Maximum? Wir sind bei 40 Minuten, ey. Die restlichen Respins machen wir einfach wann anders, ist ja nicht so wichtig. Nehmen wir jetzt auch schon zeitmäßig passend. Ja. Hast du ernsthaft auf Ishas Taxi-App durch die Bank 3-Sterne-Bewertung? Ich bin froh, dass ich ihr deine Nummer gegeben habe. Sie wirkt vielleicht nicht so, aber sie ist sicher sehr dankbar. Ja. Und das war's für Isha klang am Telefon erleichtert, was einiges heißt, wenn man Isha kennt. Also gut gemacht. Ich rufe dich an, wenn sie sich wieder meldet. Alles klar, das war's von dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Bis dann, haut rein.